So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Marvel Spider-Man. Wir machen heute weiter und wir gucken, dass wir immer noch mit MT hier rauskommen. Wir müssen ganz leise sein, weil sonst hören wir jetzt die Typen hier noch. Vielleicht was Zentrales. Stand by. Du magst nicht? Dann machen wir es so erstmal. Bleibt wachsam. Ich glaube, wir haben Besuch. Was? Wer ist da? Könnte einen Kaffee brauchen. Standby, Zentrale. Ich habe was gehört. Okay. 18. Juli. Bingo. Super gruselig. Ich muss herausfinden, wo das Teufelsatemlabor ist. Hier drin muss doch was Nützliches sein. Spinnen? Will Norman Peters Fähigkeiten rekonstruieren? Die Beschriftung dieser Käfige. Bioelektrokinese. Optische Tarnung. Was will er hier erschaffen? Eine Kopie von Spidey? Vielleicht. Ja, und ist das ganze Ding hier nochmal an. Ja, wie gesagt, das war klar, dass wir jetzt in der Folge nochmal abbrechen, in der letzten Folge, also wieso das, und dann das hier im neuen Part machen. Weil sonst würde das so lange dauern, weil der letzte Part, habt ihr ja gesehen, der war über 45 Minuten und ich kann mit der PlayStation leider nur eine Stunde aufnehmen. Dementsprechend dauert das halt alles ein bisschen, müssen wir halt zwischendurch mal ein bisschen unterbrechen. Ich achte zumindest mit auf die Zeit, dass das dann ohne Probleme funktioniert. So, wir hören uns mal das Tonband hier an. Der Teufelsatem ist keine Krankheit. Es sollte ein Heilmittel sein. Das ist ja unfassbar. Auf jeden Fall. Nur dann noch ein bisschen Zeit. Das ist wow. Norman gewinnt den Preis für die schickste Karte. Sieht nach Upper West Side aus. Anscheinend verfolgt Norman Dr. Michaels Position. Oh, gruselig. Aber das ergibt Sinn. Michaels ist... Das ist alles im Besitz von Oscorp. Krass, wie viel von New York denen gehört. Einiges auf jeden Fall. Standorte von Sable-Truppen sind in der ganzen Stadt stationiert. So finde ich das Teufelsatemlabor. Es muss ein Oscorp-Gebäude mit jeder Menge Sable-Schutz sein, das von Dr. Michaels besucht wird. Nein, das ist nur eine Sable-Streife. Keine der Streifen folgt Dr. Michaels Weg. Nein, das ist nur eine Sable-Streife. Ich suche ein schwer bewachtes Oscorp-Gebäude, das Dr. Michaels besucht. Dr. Michaels war bei diesem Oscorp-Gebäude, aber die Sable-Leute fehlen. Das ist es nicht. Oscorp-Gebäude, aber Michaels und Sable fehlen. Das ist es nicht. Dann ist das hier das. Wenn diese Kategorien überschneiden, befindet sich garantiert das Labor. Ja, dann ist das hier. So meine Vermutung.
nicht. Waren wohl nicht die richtigen Kategorien. Oscorp-Gebäude, aber Michaels und Sable fehlen. Das ist es nicht. Waren wohl nicht die richtigen Kategorien. Ich suche ein schwer bewachtes Oscorp-Gebäude, das Dr. Michaels besucht. Oscorp-Gebäude, aber Michaels und Sable fehlen. Keine der Streifen folgt Dr. Michaels Weg. Wo sich diese Kategorien überschneiden, befindet sich garantiert das Labor. Ist wohl eine Karte der Upper West Side. Ich suche ein schwer bewachtes Oscorp-Gebäude, das Dr. Michaels besucht. Bravo, bravo, bravo. Und das ist wohl das C-Team. Gutes altes Alpha-Team. Geschäftsgebäude. Wow, das sind viele Datencenter. Mhm. Oscorp geht voll auf Verteidigung. Nein, Norman wird sicher nicht das Antiserum in einem Einkaufszentrum. Ein Datencenter wäre die perfekte Tarnung für das Teufelsatemlabor. Dr. Strom. Diese keine Bewegung. Dr. Michaels leitet das Teufelsatem-Team, wo das Antiserum auch sein mag. Er war auch dort. Am Teufelsatem-Labor sind sicher viele Sable-Truppen. GR-27. Das ist der Codename für Teufelsatem. Perfekt, also. Das ist es. 10. Ecke Cathedral. Ist das... Hier. Wusste ich's doch. 10. Ecke Cathedral. Oscorps Datenzentrum. Das perfekte Versteck für ein geheimes Biotech-Labor. GR-27, Vorfall Martin Lee. Was ist das? Und wir nehmen auf. Ich bin gleich nebenan. Jetzt entspann dich und lass die Medizin drücken. Hey, ich dachte, das sei nur eine Beratung. Der Junge schien bereit. Ich gehe da rein. Nein, das geht nicht. Es ist zu spät. Getan. Oh mein Gott. Norman und Otto. So fing alles an. Sie erschufen Lee. Ich muss das haben. Was? Na! Wer ist oh. Da? Oh oh. Komm schon. Ich komme MJ, dass ich jetzt gleich wieder rausschleichen. Verdammt. Ein Eindringling. Schlagt Alarm. Pete, ich habe das Labor gefunden. Und noch viel mehr. Wie weit weg bist du? 2 Straßen weiter. Ein Wort und ich bin da. Super. Mach dich schon mal bereit. Geh mal da rein, da. Was? Wer ist da?
Niemand. Zentrale, ich hab jemanden gesehen. Sehe nach. Dreh dich um. Ich will hier weg. Aber ganz schnell. Geh auf Patrouille, Herr Stadt. Moment! Die hab ich noch nicht gesehen. Der hab ich noch nicht gesehen. Das kann nicht sein. Pete, ich hab das Labor gefunden. Und noch viel mehr. Wie weit weg bist du? 2 Straßen weiter. Ein Wort und ich bin da. Super. Mach dich schon mal bereit. Ja, stimmt nicht. Pete, ich habe das Labor gefunden. Und noch viel mehr. Wie weit weg bist du? 2 Straßen weiter. Ein Wort und ich bin da. Super. Mach dich schon mal bereit. Setze Patrouille fort. Vielleicht was Zentrale. Stand by. Was war das? Niemand da. So, Moment, sorry, dass ich jetzt... Niemand. Hui, hui, hui. Du gehst ganz bestimmt nicht hierher. Moment!
Ja, ist klar, ich hatte keine Chance, was soll ich machen gegen zwei. Die kamen alle beide schön in meine Richtung parallel und das war nämlich das Problem. Vielleicht mal den Weg probieren hier. Der Balkon muss frei sein. Könnte echt einen Kaffee brauchen. Gebe Entwarnung. Hey! Boss, wir haben sie! Pete, bist du da? Bin an der Lexington. Alles okay? Nur noch ein paar Sekunden. Nordwestliche Ecke. Bereit? Warte, warte, Moment! Zu spät! Du bist dran! Du bist irre! Du bist unglaublich! Oh Gott, so lange war das jetzt irgendwann auch geschafft, ey. Man muss immer viel probieren und mal ausprobieren und alles drum und dran. Das ist halt... Das alles überfordert mich. Harry krank. Norman und Lee. Und Dr. Octavius. Ich weiß. Alles meine Schuld. Oh, jetzt geht das wieder los. Du bist nicht mehr allein, Pete. Miles und ich kümmern uns um Feast. Du findest Norman. Und das Heilmittel. Danke, Partner. Oh. Immer rein in die gute Stube. Das haben wir dann am Ende abgeschlossen. Es hat eine Weile gedauert, dass wir da abgeschlossen und es bringt sogar Lund noch ein Level ab. Mir das Antiserum holen und das Ruder herumreißen. Level 39 mittlerweile. Ne, 38. Warte mal kurz, ich habe jetzt gerade noch ein bisschen weißes Zeugs. Da sind wir auf 100% mittlerweile. Kann ich den nicht? Achso, wir müssen da jetzt weitermachen. Von diesem Rachefeldzug abbringen. Sie haben beide so viel Gutes getan. Sie können das nicht wegwerfen, nur um Norman die Stirn zu bieten. Gut. Okay. Norman will sich das Antiserum holen. Ich informiere Yuri. Hoffentlich was Gutes. Ja, Oscorp hat jetzt ein Antiserum. Ein Heilmittel? Oh, Gott sei Dank. Wie schnell kriegen wir es zu den Leuten? Das will ich gerade herausfinden. Das Labor ist Ecke 10 und Cathedral. Halt! Ich erfahre gerade, dass da ein Helikopter abgestürzt ist. Oh nein. Ist das Normans Helikopter? Ich würde ja Officer schicken, aber ich habe keine. Ich kümmere mich darum. Das hier ist bald vorbei. Versprochen. Ja, da kümmern wir uns aber erst in der nächsten Folge drum. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder hoffentlich bei Let's Play Spider-Man. Und ja, so ganz langsam geht die Story Richtung Ende zu, Richtung Showdown. Bis dann. Ciao.